Menschenthemen, Argumente, diese Sendung hier zu Israel. Aber keine Angst, wir sind nicht allzu stark politisch. Vielleicht geht es nicht ganz ohne Politik. Aber ich denke, diese zwei Frauen haben mehr zu bieten als alle Politiker, die ja diese und jene Medienmitteilungen hier generieren, wo vielleicht etwas erzählt wird, wo in Israel, wenn man dort ist, wenn man dort aufgewachsen ist, wenn man dort reist, gar nicht der Fall ist. Bei mir, das sind die Annemarie, die kennen ihr, bei mir sind die Yael. Ich sage jetzt bewusst keine Nachnamen. Es sind einfach die Annemarie und die Yael. Die Annemarie kennen ihr sicher, war im See vom Gemeinderat, war Jakober, sitzt Buxenmal aufgewachsen, glaube ich, so irgendwie heisst es inzwischen Engler. Und die Yael, die spricht einen Haufen Sprachen, ist der Liebehalber von Israel, glaube ich, von Jerusalem. Wir haben die Frage nicht vorher besprochen, sie hat mir gesagt, von mir hätte sie auch keine Angst, wenn sie von Jerusalem daherkommen sind, dann sei das jetzt auch noch kein Problem, um mit mir das Gespräch zu führen. Also, Yael, vielleicht mal die erste Frage, wie bist denn du von Jerusalem daherkommen? Zu Fuß mal nicht, oder? Nein, zu Fuß nicht, aber ursprünglich per Auto. Stopp. Nein. Ich war ein Internatkind nach Jerusalem und da hat ein netter Schweizer gehalten an einem Freitagnachmittag, wo ich den letzten Bus verpasst habe. Und durch die Bekanntschaft mit dem Herrn, er ist leider verstorben, bin ich in die Schweiz. So hat es angefangen. Wann war das? Das war 1973. Aha. Ja. Und ja, seit dann bin ich in Zürich gewesen und jetzt seit halbes Jahr in Sevelen und arbeite in Vaduz. 73, also 6 Jahre nach dem 6-Tage-Krieg, oder? Ja. Also du hast noch wieder eine Klagemauer hergekommen. Bist du Jüdin? Ich bin Jüdin. Du bist wieder hergekommen, Klagemauer, auf Ost-Jerusalem also, ja, also der Klagemauer war gar nicht so weit von mir daheim gewesen. Ich war 12, als der 6-Tage-Krieg angefangen hat. Und ich hatte das sehr gut in Erinnerung. Die Momente als Angst und Freude, wo es am Schluss vorbei war, nach einer Woche, so wie das Mädchen Freude kann haben, dass es vorbei ist. Ja. Wir werden ganz sicher nicht einfach politisch, aber die Angst hast du damals natürlich gehabt. Ja, natürlich. Ich habe Tagesbuch geführt, weil ich wirklich gemeint habe, der Abdul Nasser, der Präsident von Ägypten, hat wie droht, dass er den Suezkanal zumacht und alle Juden im Wasser wirft, im Meer. Mm. Und das ist für ein kleines Mädchen mit 12 Jahren und 2 Zöpfchen auf dem Kopf sehr beängstigend. Aha, ja. Und mein Vater hat mich von der Schule geholt, wo es Alarm gegangen ist, und hat mir gesagt, ich muss aufpassen auf meine Mutter und meine kleine Schwester, weil er jetzt einguckt ist und er muss gerade zurück. Ja. Wir dürfen vielleicht mal ein kleines bisschen Licht probieren, um ein bisschen aufzuschalten. Und dann muss ich mal eine Brille anlegen, wenn man das jetzt anschaut. Also 6-Tage-Krieg hat es jetzt halt, ich habe es noch einmal angesprochen. Übrigens haben wir hier jetzt gerade Tel Aviv. Da ist dann ja. Ich glaube, einmal gestrandet. Ja. Oder ich glaube, von dort aus. Oder wie heisst der Frühlingsberg? Oder wie heisst das so irgendwie? Frühlingshügel. Frühlingshügel, gell? Mhm. Wir gehen jetzt einmal südlicher ab, wenn wir so, schon hierher gehen. So ein bisschen, du hast die Straße angesprochen, die gesperrt worden ist. Dann hat man natürlich dann nachher da bei Gaza, das tun wir noch gross, den Streifen nachher gesichert. Gell? Welche Straße meinst du? Ja, also damals, beim 6-Tage-Krieg, hat man dann den Gazastreifen dann gesichert, dass man im Süden dann die Freiheit also hat. Also in den 6-Tage-Krieg, ja. Darf ich etwas sagen? Ja. In den 6-Tage-Krieg sind plötzlich unsere Nachbarn in unsere Territorien hineingekommen und Israel hat so gemacht und hat, was genau. Man heute nennt, besetzte Gebiete, hat sie wie genommen. Mhm. Und da war Gaza auch dabei. Genau. Eben. Im Süden dann Gaza, im Norden dann da Richtung Syrien, auf dann die Golanhöhen. Genau. Gell? Natürlich. Und natürlich Westjordanland. Westjordanland und Ostjerusalem. Der 6-Tage-Krieg im 67, ab dem 10. Juni 67, kann mich noch erinnern. Wir haben dort auch so, ich weiß nicht, ob das falsch ist, eine gewisse Sympathie, ein gewisses Verständnis oder, für die Israelis. Ja. Weil wir auch gewusst haben, sie können auch nicht mehr an den Tempel respektive an den Restbestand von dem Tempel, an die Klagemauern, sind einfach eingeschlossen. Und dort haben sie sich dann eigentlich frei gemacht. Ich glaube, die westliche Welt hat dort eine Freude gehabt. Wie hast du das erlebt, Annemarie? Also damals habe ich noch gar nicht mitbekommen. Da war ich 2-jährig. Ja. Ja, also dort, oder 3-jährig. Ja, ich habe es erst später noch gelesen. Und so. Aber damals war ich natürlich noch zu klein. Gewesen. Und es ist ein Haufen Jahre gegangen. Das erste Mal, als ich überhaupt mit dem Thema Israel oder Juden oder so konfrontiert wurde, war ich etwa in der 6. Klasse, gewesen, wo da die Serie kam, ist im Fernsehen über ganz Holocaust und so. Und dann hat es bei mir eigentlich angefangen. Generell überhaupt das Thema die Juden und
alles und um das Volk Israel um und so. Jetzt müssen wir so lachen, ich bin früher konfrontiert worden mit den Juden. Weißt? Ja. Also, weißt, wir haben damals noch 6 Tage in die Schule müssen, auch am Samstag. Wir haben eine Schülerin bei uns, die hat Esther Imhof geheißen. Ja. Ich kann dir einfach heißen, ich meine, alle wollen Juden sein. Wird am Samstag nämlich immer frei gehabt, gell? Ja. Und dann haben wir, und das ist unser erster Kontakt mit den Juden. Und so. Der Samstag ist wieder Sonntag bei euch. Genau. Und da wird es in Israel am Samstag nicht in die Schule gehen. Mhm. Aber dafür am Sonntag. Genau. Ja. Genau. Aber eben, sie hat immer frei gehabt. Darum haben wir auch alle wollen, so ein bisschen Juden sein. Oder? Mhm. Gut, jetzt, Annemarie, damals warst du 2, aber inzwischen bist du ein bisschen speziell älter. Gell? Ja. Und nachdem der Gemeinderat nicht mehr hast, all deine Kommissionen, da gehst du wirklich mal auf Israel reisen. Und ich glaube, ich habe es schon gesagt, oder? Du bist zuerst einmal in dieser Stadt Tel Aviv, oder? Wo du einmal hergehst. Ja, also reisen auf Israel gegangen schon ein paar Jahre, aber jetzt vielleicht die letzten 3 Jahre ein bisschen intensiver. Ja. Ich bin etwa seit 11, 12 Jahren gegangen, regelmässig. Und jetzt, seit ich halt all die Ämter nicht mehr habe, habe ich mehr Freiheit und hat es mir so richtig gepackt. Und habe jetzt einen Haufen Leute auch kennengelernt, von vor Ort, einen Haufen Israeli, ganz unterschiedlicher Herkunft. Arabisch-Israeli, Beduinen. Einfach halt, das ist alles sehr Multikulti dort, Leute aus ganz verschiedenen Hintergründen und dann zum Teil kann ich privat bei denen sein, gehe sie besuchen oder wohne eben dann zum Teil auch in Tel Aviv, nehme mir eine Wohnung, weil das einfach günstig ist und gehe dann von Tel Aviv aus mit dem ÖV das Land erkunden. Und auf Tel Aviv kommst du wie? Mit dem Flüger. Ganz normal mit dem Flüger. Ganz direkt mit dem Flüger. Ja. Zürich, Tel Aviv. Ich bin wahrscheinlich Tel Aviv gesagt, nicht wie, aber eben nicht mit dem Flüger, oder? Ja, mit dem Schiff. Das ist die weiße Stadt immer noch so. Ja, Tel Aviv. Rambazamba. Jawohl, jawohl, ja, ja. Ja, es gibt sehr viel, ein gutes Restaurant, Museum, Strand, viel Multikulti. Also immer noch, pure Integration für alle Religionen und alle Leute von allen Ländern. Ja. Ja, ja, super Integrationsstadt. Ja. Und ist eigentlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Hauptstadt von Israel? Ja, von so sozial, vom Sozial her ganz sicher, weil es ist sehr farbfroh. Es hat eben sehr viel Multikulti. Ja. Ja. Da leben alle zusammen, oder? Leben alle zusammen und ich sage immer, es ist wie in New York, einfach mit dem Strand. Ja, ja genau. Ja. 8,1 Millionen Einwohner, gell, etwa ähnlich wie die Schweiz hat Israel, dann etwa 6 Millionen Juden, natürlich auch wieder ganz verschiedene Juden. Also Juden ist wieder Christen, nicht einfach Juden, sondern verschiedene Herkünfte natürlich. Es gibt immer der, der viel betet, der ist mehr orthodox und der, der weniger betet, da gehöre ich dazu. Ist eher traditionell, geht es vielleicht einmal oder zweimal höchstens an den Versöhnungstag nach in der Synagoge, kann man sagen, zum mehr sozial auch und so ein bisschen dazugehören. Aber wir sind eher, der grösste Teil Israel ist eigentlich traditionell und liberal und nur der kleine Drittel ist wirklich praktizierende Juden. Ich würde sagen, so wie bei euch vielleicht der Pfarrer, der immer betet oder wirklich der Religion dient. So, sie machen das zwar nicht in einem Kloster, aber daheim. Genau. Und das sind die Juden, die ihr kennt, die schwarz angekleidet sind, wo verschiedene Hüte tragen und ein bisschen für sich sind. Und ich vergleiche sie einfach mit den anderen Orthodoxen in anderen Religionen. Aber die Mehrheit der Leute sind eigentlich Jeans und liberal traditionell, weil wir aufwachsen auf Tradition. Wir kennen also alle Lieder, alle Festtage. Genau. Ja. Das ist genau wie bei uns. Genau. Also wir haben im Raum verschiedene Christen. Du bist ein anderer Christin, als ich ein Christ bin. Ich bin evangelisch. Meine Frau hinter der Kamera ist katholisch. Aber es ist irgendetwas Spezielles. Ja. Sag es noch schnell. Nein, ich bin einfach... Nicht ein Gospel? Gospelhaus, so nicht. So. Nein, jetzt bin ich dort gerade nicht aktiv. Ah, dort habe ich viel mitgeholfen und aufgebaut. Gut, aber... Ja, im Moment habe ich jetzt keine Zeit. Also gut, gut, gut. Aber eben, es gibt auch ganz verschiedene christliche Richtungen und die gibt es halt einfach überall. Gut, jetzt, erzähl mir doch einmal ein bisschen, wie ist denn das? Dann landest du in Tel Aviv, du hast eine Wohnung und dann, wie geht es dann weiter? Genau. Dann meistens, wenn ich danach umgehe, zuerst den Strand runter, hole etwas Feines zu trinken. Und meistens nehme ich den Flug, dass ich am Nachmittag innen dort bin. Und dann, bis ich dann in der Wohnung bin und alles, kann ich gerade so auf den Sonnenuntergang, bin ich dann gerade unten am Strand. Und dann geniesse ich das. Das ist etwas vom Schönsten. Jetzt kriegst du Scheibe übrig, gell? Ja. Sehr schön. Ja. Der sehr Sonnenuntergang schön. In Tel Aviv sehr ist schön. Einfach ein Traum. Es ist ein wunderbarer Strand schön. Direkt an die Stadt. Wirklich, also, es gibt's, also ich habe es jetzt noch nie gerade so schön erlebt wie in Israel, da mit dem Strand und der Stadt und du hast eigentlich alles auf engstem Raum. Kannst du alles jetzt haben. Auch, also ja. Wetter? Ja, ja. Du schön kannst warm. Gut. Ja, ja. Ja, gerade Bilder in Behang gestern. Ja. Aha. Also Orange gibt es? Orange, ja. Aber auch mit dem Christbäumchen gibt es nicht wirklich.
Doch, in Bethlehem, in Nazareth. Ja gut, das ist elektronisch, das Bethlehem. Ja, da machen sie schon. Also ja. Es hat verschiedene Schulen. Ja, ja, ja. Die Christen haben schon. Das sieht man auch, wenn man durchfährt in diesen Städtchen. Ja, wachsen Städtchen. Denn die Tanner überhaupt in Israel? Ja, glaube schon. Oder müssen sie es importieren? Nein, das wüsste ich nicht. Der Riedel hat momentan eine Überzahl, habe ich gehört. Man könnte es gratis haben, Nordmannstanner. Das weiß ich nicht. Also, ich habe gemeint, Schweizer Wald. Ja, sogar ein Ort, wo Schweizer Wald heisst, ja, in Israel. Dort haben sie sehr viel. In Genezareth oberhalb haben sie mal Luther so Bäume von hier angepflanzt und geschaut, zum Kultivieren. Das ist sehr wichtig. Sie, am Anfang von Israel haben sie alles grün wollen. Genau. Pflanzen und dann... Jetzt müssen wir gleich mal gross zeigen, das können wir überhaupt nicht raus. Also das kennen wir da unten, gell? Das ist da Ägypten unten da. Dann haben wir eben da, das haben wir gezeigt, da den Gazastreifen so. Dann gehen wir da rechts durch, dann kommen wir da zum Toten Meer, da können wir die Zeitung lesen und reinliegen. Und dann gehen wir dort einfach in den Norden rauf und dann können wir dann da zum See Genezareth. Das sind natürlich alles relativ grosse Strecken. Ja. Wir haben dann natürlich auch noch Jerusalem und ein Vorort von Jerusalem ist eigentlich Bethlehem. In Jerusalem bist du auch schon gewesen. Wie kommst du so von Tel Aviv nach Jerusalem? Also wenn ich allein dort bin, ich mit dem Bus. Also zuerst gehe ich mit von meiner Wohnung in mein Scherut. Das ist so ein Sammeltaxi. Da kann ich einfach an die Strasse führen. Mhm. Ich wohne meistens zwischen zwei Hauptstrassen. Dann laufe ich die Hauptstrasse, hebe die Hand raus und Scherut halte da. Ich steige ein und dort, wo ich wieder aussteigen will, sage ich Stopp. Wo bewegst du hier bitte? Und dann kann ich aussteigen. Kostet mich 5,90. Was, das von wo bis wo? Egal. Einfach eine Strecke, eine Fahrt ist 5,90. Du gehst mir zu, kannst du in Tel Aviv sagen, will auf Jerusalem? Nein, aber zum Beispiel in Tel Aviv selber gehe ich mit dem Scherut. Ja. Ja, das ist die beste, schnellste Fortbewegungsmöglichkeit. Das hat einen Haufen Bus, aber Scherut ist einfach schneller. Aha. Und da kannst du eigentlich grosse Strecken relativ günstig, eben 5,90, das ist ein Franken 10. Ja. Zahlst für zum Beispiel jetzt, wo ich wohne, eben zur Zentralbusstation. Und die ist ein bisschen am Rand von der Stadt. Und von dort nehme ich dann den grünen Bus auf den Jerusalem-Express. Dann gehe ich mit dem. Aber ich könnte auch Scherut nehmen. Man kann den Bus wieder, man kann den Zug nehmen. Genau, man kann alles nehmen. Aber am günstigsten ist der grüne Bus. Der ist dann noch günstiger eigentlich für die Strecke Tel Aviv. Was kostet denn der grüne Bus? Der grüne Bus ist 17 Schekel. Müsste jetzt umrechnen. 4 Franken. Aha, ja, 4 ja, Franken 20. Ja. Ja, 50 Minuten. Und dann bin ich wieder in Jerusalem, mitten im Zentrum, Zentralbusstation. Und von dort aus kann ich das Tram nehmen, kann ich für eine Altstadt und kann... Also Muren unterwegs keine gesehen? Nein, die Selbststrecke hat keine Muren. Ja. Das ist eigentlich nur in dem Siedlungsgebiet, dort im Westjordanland. Also, dort hat es dann die auch Zugänge. Nicht nur. Meistens nicht nur an den Eingangspforten der Dörfer oder so. Damit einfach die Leute halt kontrolliert rüber. Aber eben, das ist eine rechte Strecke. Also, da Jerusalem, Tel Aviv. Ja, wenn man es so anschaut, das täuscht noch. Wenn er gut fahren, 50 Minuten hat. Weil er hält dann nie an. Er geht dann wirklich. Ah, das ist so kurz. Die Zentralbusstation ist gerade am Rand. Du kommst dann gerade auf die Autobahn und gehst darauf. Das ist auch eine Höhendifferenz von 850 Metern. Mhm. Du kriegst das Land in etwa einer Stunde. Ja. Das ist ja Piccolo, das ist ja. Sehr Piccolo, ja. Sehr schmal. Also in dem Fall natürlich eine unglaubliche Bevölkerungsdichte, gell? Ja. Aha. Und dann in Jerusalem. Und dann, was machst du einmal zu Jerusalem? Jerusalem nehme ich zuerst ins Morgen. Und die Eile hast du kennengelernt, oder? Nein, die Eile. Wie ist denn das gegangen? Da musst du die Eile fragen, wie sie uns kennengelernt hat. Ich habe eine Anfrage bekommen für eine Stelle in Vaduz. Und als Schweizerin sollte ich auf die andere Seite wohnen, bei Kanton St. Gallen. Du bist Schweizerin, gell? Ja. Kannst du beide Pässe? Lass das Israel zu? Ja, das sagt man. Meine Frau ist Österreicherin, die lässt es nicht zu. Nicht zu, nein. Das ist unglaublich, ein fortschrittlich Israel. Ja. Und dann habe ich, ich habe zuerst eine Wohnmöglichkeit gesucht für die erste Probezeit. Man hat normalerweise bei den Stellen 3 Monate Probezeit. So habe ich in einem Hotel gewohnt in Sevelen. Und eines Tages habe ich das Fenster aufgemacht und es war windig. Und plötzlich habe ich gesehen, den Flag von Israel, da vorne. Dann denke ich, träume, man macht mich da willkommen. Gell, Camp David von Sevelen. Ja, super schönes Wetter gewesen. Und plötzlich dann ich denke, was ist da los? Wer ist da vis-à-vis? Und dann nach dem Wochenende, zuerstens habe ich das Bild um die ganze Welt herumgeschickt. Ihr glaubt nicht, ich bin fast sehr ländlich für mich als Stadtbürgerin quasi. Und da habe ich sie kennengelernt. Bin ich geklopft. In Sevelen ist das. Ja. Aber Sevelen ist Multikulti. Total. Locker 40 bis 50 Nationen. Locker. Verschiedene Sprachen. Ja. Das heißt, Jerusalem wahrscheinlich so nicht. He? Doch.
Auch? Ja, sicher. Alle Religionen und alle Sprachen. Also, wenn man am Strand ist, hört man von überall. Hindu, Buddhisten, alles auch dort. Alles. Okay, also dann haben wir gleich. Was? Strand? Jerusalem, bist du jetzt voll in dem Strand? Nein, aber im Tel Aviv, am Strand, da kannst du wirklich das spüren, dass es so kosmopolitan ist, weil alle reden. Da bist du zehnmal voll im richtigen Ort gewesen. Ja. Bist hergegangen zum Camp David und dann ist er nicht daheim gewesen. Ja, nein, das hat mir sehr gut gefallen. Eben, es gefällt mir sehr gut. Ja. Aber ist er daheim gewesen, die Annemarie, wo du geklopft hast? Sie ist daheim gewesen und hat mir gerade die Truppe bestellt und Heu gesagt und die Familie vorgestellt. Aha. Und gesagt, dass sie schon vielmal in Israel war. Und ich habe gesagt, ich habe riesen Freude, dass man mich so empfängt in Sevele. Ich war schon eine Woche da, aber es hat nicht gewindet. Da habe ich es nicht gesehen. Und am Freitag habe ich gedacht, was ist da los? Und wegen dem Wind habe ich es gesehen. Es war wirklich ein schöner Willkommen nach einer Woche. Ja, und seitdem sind wir in Kontakt. Und ja, sie bringt mir immer Datteln, wenn sie geht, weil ich liebe die Datteln von Israel. Und so haben wir immer einen Kontakt, machen immer etwas mit, kulturell und mittlerweile bin ich nach Sevele umgezogen. Definitiv. Und ab heute bin ich sogar Bürgerin von Sevele. Der Gemeindehaus hat mich angerufen. Unglaublich. Weißt du was? Ich habe mal so die Nationen erzählt, Sevele. Gar nicht gewusst, dass es da Israeliten überhaupt gibt. Nein. Mhm. Bist du die Einzige? Ja, ich glaube es. Aber sie hat Freude gehabt im Gemeindehaus. Dann ist also Sevele dein neu Jerusalem. Genau. Können Sevele trotz Multikulti ein bisschen besser mit dem Multikulti umgehen? Sind sie toleranter als Jerusalem? Ich nehme es an, ich bin noch nicht so intern informiert. Das ist viel besser. Ich bin noch nicht so intern informiert, aber ja. Aber sie können es relativ gut, gell? Relativ gut und vor allem mir gefällt, dass es wirklich jetzt sehr persönlich ist. Mhm. Und ja, jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Ist das in Jerusalem ein Problem bei Menschen untereinander, dass man die fehlende Toleranz hat? Das überhaupt nicht. Ja. Man muss es so sehen, am Anfang von Israel sind eher jüdische Leute gekommen von der ganzen Welt. Und das war schon der Anfang gewesen, dass alle miteinander sind quasi am Kochen gewesen oder singen oder die gleichen oder ähnliche Kulturen oder was auch immer. Und später sind Immigranten von Äthiopien und vom Russland und von überall und sie werden auch wieder integriert und gemacht und ja. Also schon sehr Multikulti, also ist wirklich speziell, muss ich schon sagen. Ich bin aufgewachsen zum Beispiel mit Leuten, die aus Polen gekommen sind. In Jerusalem. Und die andere Nachbarin war aus Rumänien gewesen. Der vierte sind aus Marokko gekommen. Also ich habe alle können ja, wie soll ich sagen, kennenlernen, Kultur, Musik und vor allem die Küche und was sie alles backen und so. Also schon sehr international. Ich bin sehr international aufgewachsen. Ja. Das Gefühl habe ich ja, ist überall in Israel ein bisschen so. Da kann man jetzt auf Tel Aviv, auf Bethlehem, auf Nazareth gehen, da kann man auf Jerusalem gehen. Es ist wirklich international und sie leben da gut zusammen. Politik ist auch etwas anderes, oder? Ja, Politik ist total etwas anderes. Die Leute selber am Alltag, also wenn ich jetzt zurückdenke in der Schule oder im Gymi oder an der Uni, ja, wir hatten nie Probleme gehabt, egal wer ist von wo gekommen. Und ja, also uns hat es einfach verbunden, dass wir gleich alt gewesen sind und die gleichen Sachen gerne gemacht haben. Und da hat niemand groß gefragt, ob man jetzt vom Holland oder von Marokko kommt oder sonst irgendwo. Also du hast eine unbeschwerte Kindheit gehabt? Ja, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt im Vergleich zu heute. Mhm. Und ja, ich habe natürlich auch Krieg erlebt, aber der Krieg von damals war anders. Sie war an der Grenze und mit ganz anderen Umständen als heute. Oder? Also, jetzt bist du ein Sevele. Wir haben einfach ein Schwein, dass man uns ein Sevele lässt. Ich bin ein halber Seveler Bürger, man lässt uns das. Jerusalem ist das Problem, die Stadt von König David. Dann ist der Mohammed gekommen mit seinem Ross, mit seinem Ritten. Hat er mal, wie lange haben die Moslems natürlich nach Jerusalem bettet? Die ist ja später gekommen, dass sie nach Mekka bettet haben. Und natürlich den Juden ist ja klar, oder? Dass eben auch an Jerusalem also, hängen, so König David weiß, und Christen wegen Jesus. Und so tut man sich halt wahnsinnig schwer, oder? Wem gehört jetzt Jerusalem, oder? Alle. Gut. Alle. Aber da tun wir auch schwer. Ja, nein, ist nicht schwer. Also, solange es unter Israel ist, ist eigentlich offener als auch schon. So muss ich es Vorsicht formulieren. Also ist es so, dass im Prinzip viel offener ist als vorher. Vorher hat man schlecht können durchgehen. Man hat nicht dürfen durchgehen. Okay, jetzt gehen wir mal den Berg drauf nach Bethlehem. Da bist du auch schon gewesen, gell? Ja. Mit dem Velo. Nein.
Ja, aber könntest du, oder nicht? Wir können mit dem Velo. Also der Rab, wer es Ring darauf also ist, von Jusel auf Bethlehem ging es? Ist kein Problem. Du kannst auch laufen. Also gut. Alles und aufwärts müsstest du ein bisschen beisten. Aufwärts, ja, hätte ich ein bisschen Krampf. Ja, ist ein bisschen bergig. Ja, ist dann ein bisschen steil. Nur noch mal ein Bethlehem. So ein Bethlehem ist da irgendwie probieren. Los, und das muss... Ja, wir haben es ja da schon. Also es ist ja, ihr seht es vielleicht. Da muss man ganz nachher. Da ist Bethlehem und dann Jerusalem wäre also da oben. Das ist also ehrlich gesagt dann Katze, hoppla, ein Katzensprung, ja, würde ich sagen. Man sieht es hier. Bethlehem ist eine ganz moderne Stadt, gell, irgendwie. Weißt du, also man sagt immer so Mauern etc. und so weiter. Gut, wir wissen, was mit dem Arafat passiert ist, aber da können wir nicht reden. Auch mit diesen Lichtern, oder? Und auch die Leute, die dort rumlaufen, die merken dort sind, eine lebendige Stadt, oder? Und so. Also völlig anders, als dass man sich das überhaupt vorstellt, oder? Ja, meistens sieht man bei uns halt nur die Bilder vom Eingang und dort ist halt die Mauer, wo halt die Leute durch müssen, durch den Checkpoint. Aber eigentlich Bethlehem selber ist eine riesige Stadt auch. Die Leute leben ganz unkompliziert. Es ist sehr arabisch, das ist es sicher. Hat auch noch einen Anteil Christen. Halt schon, was heisst denn für die arabisch? Also es ist vorne fast kein Juden, ich denke, überhaupt kein Juden. Es ist einfach eine arabische Stadt. Du musst jetzt auch, wenn du jetzt mit einer Touristengruppe gehst, dein Guide bringt dich dann bis an den Eingang und dann gibt es einen Wechsel und dann übernimmt ein arabischer Guide und dann tut er die Leute durch Bethlehem durchführen. Außer also, du hättest dort Jael, den wir führen. Zum Beispiel, ja. Ja. Dann aber du durch natürlich, rein, du kannst privat, also wenn ich jetzt runter will, allein, kann ich problemlos durch und mich in dieser Stadt bewegen. Ich kann dort Ferien machen. Es hat jetzt super Hotel, 4-Sterne-Hotel vom Feinsten. Also du kannst Luxusferien machen in Bethlehem, wenn du das willst. Ist alles möglich. Genau. Bist du auf dem Markt gewesen? Ja, dann bietest du dir ziemlich schnell etwas an, gell? Ziemlich freizügige Leute. So. Natürlich. Ist sehr orientalisch. Sehr orientalisch so alles. Sehr. Die Leute sind herzlich. Also sie leben ja von dem. Also sie müssen auch offen sein. Und wenn sie nicht offen wären, dann haben sie, wenn sie nichts verkaufen, dann haben sie keinen Zahltag. Das sind halt auch Fakten und Tatsachen. Ja. Aber an und für sich kannst du dich gut bewegen. Also problemlos. Ja. 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 Bethlehem, natürlich dann, wie heisst die Katharinenkirche, glaube ich, gell? Ich kann mit Kirchen nicht so gut. Ja, die Geburtskirche von Jesus. Nein, da tut man sich ja so ein bisschen schwer. Ich glaube, die heisst Katharinenkirche. Auf jeden Fall gibt es da immer so ein bisschen... Also gut, es gibt, glaube ich, einen italienischen Pater, oder, der das so verwaltet. Auf jeden Fall Ritter, relativ gut italienisch. Vielleicht ist ja eine andere Nationalität, das weiß ich nicht. Das ist auch möglich. Und dann sagen sie ganz genau, das ist jetzt wirklich die Krippe. Dort rein. Und dann sagen sie, das ist genau der Ort. Oder? Aber Geburtsort von Jesus, sagen sie, ja, könnte ein bisschen weiter links und rechts sein. Genau. Dann gehen wir ein bisschen rauf nach Nazareth, das ist ja so ein bisschen westlich vom See Genezareth. Dort ist ein Pater von Stuttgart, der Orden ist dort beheimatet, das gefällt ihnen sehr gut. Und die sagen, aufgrund von der modernsten Forschungen wissen wir nicht sicher, ob denn Jesus überhaupt in Bethlehem geboren sei. Und was dort sich abgespielt hat, wir wissen relativ wenig. Also, das ist relativ schwierig, gell, da die Spuren zu verfolgen. Man sagt ja zum Beispiel, Jesus ist nicht im Dezember geboren, vielleicht ist er im April geboren, früher hat er auch gewesen. Also gibt es Forschungen und Forschungen und Meinungen und Meinungen. Kostet mal den Ort, den biblischen an, jetzt in Bethlehem oder in anderen Orten, oder machst du einfach so Ausreisen? Also ich finde schon gewisse Orte find ich sehr spannend von der Bibel her. Vielleicht mehr die vom Alten Testament, die so im mittleren Teil von Israel sind. Das ist aber leider ist das Westjordanland. Ja, dort ist halt schwierig zum Herkommen. Aber jetzt sonst, was die Kirchen anbelangt, da weiss man oftmals eben nicht ganz genau. Und das stimmt in der Regel auch nicht ganz genau. Aber für die Leute ist es irgendwie wichtig. Es hat sehr viele Katholiken, die dort gehen. Und für die ist jetzt, das wird Erfüllung, wenn sie mal in die Geburtskirche können. Ungefähr denkt man, es könnte so gewesen sein. Ja. Und wenn es gute Führer sind, die sagen, es könnte so gewesen sein oder es ist ähnlich, könnte es passiert sein. Aber oftmals ist es ist ja x-mal in diesen Städten aufgeschüttet worden und es ist gar nicht mehr, wie es vor 2000 Jahren war. Also da muss man ganz sachlich bleiben. Da tun wir klar sagen, der Geburtsort von Jesus und die Krippe, die war ja unten dran. Oben Sie haben ja dort können, so ein Loch, wo man runterschauen kann. Oder so. Ja, du darfst immer etwas sagen. Ja, ich wollte nur sagen, ich war geheiratet mit dem Herr, wo ich kennengelernt habe, nach Jerusalem, wo ich Autostopp gemacht habe. Der hatte ein Reisebüro gehabt, viele, viele Jahre und hat Israel, Jordanien, Israel, Ägypten immer Reisen verkauft. Ist sehr berühmt in der Deutschschweiz. Und wir hatten natürlich auch Gruppen gehabt, ja, von Kirchengemeinden in der Schweiz, von Vogelbeobachtern, von Weinkennern, von Nonnen, von Bundesräten, alle möglichen Leute sind
nach Israel, in verschiedene Teile von Israel. Genau. Ja, weil es bietet sehr viel. Also wenn einer nur das will oder nur andere, es hat wirklich sehr viele Angebote. Wir haben das Westjordanland übrigens da, gell, also ein bisschen nördlich von Jerusalem, ein bisschen oberhalb natürlich eben dort ja, vom Toten Meer. Genau, vom Toten Meer, da habe ich vorher übrigens völligen Schmarrn erzählt. Also, ich habe gesagt, ja, beim See Genezareth, der See Genezareth ist viel weiter nördlich. Genau. Das ist das Westjordanland, oder? Ja, das ist eine heikle Geschichte. Das ist zum Teil auch so ein bisschen die Slums, das kennen Sie vielleicht. Da sollen jetzt eben neue Siedlungen gebaut werden. Und das ist eben das Problem, warum jetzt gerade jetzt soll es gebaut werden und so weiter. Also, das ist einfach Politik. Genau. Aber, gell, mal, Jael, hat man nicht jemand mal die Schnauze voll einfach von der also, Politik? Also, ich will sagen, so von meinen Freunden her, mehrheitlich Israelis, ich sage jetzt von 20 bis 70, normalerweise wollen alle Frieden und alle gehen reisen. Sie sind sehr multikulturell, Israel hat sehr viel Innovation, sie interessieren sich weniger für Politik, dafür eben machen sie vielleicht Wissenschaft, Medizin, Biologie, viele Sachen entwickeln sie und geben es nachher der ganzen Welt weiter, das muss man sagen. Und das gehört man leider da zu wenig in den Nachrichten. Und, also ich kenne jetzt niemanden, der politisch engagiert ist und irgendwie etwas unbedingt will. Ich kenne nur die Mehrheit und die sind sehr friedliche Leute. Ja. Mit sehr viel Kreativität und Innovation, um weiterzukommen. Aber das ist schon verrückt. Also, ihr beide bestätigt im Übrigen auch einen Haufen andere Leute und das sieht man auch immer wieder, oder? Dass eine grosse Toleranz vorhanden ist. Aber Politik kommt immer von dieser Zwei-Staaten-Lösung. Das ist ja völlig undenkbar bei dieser Toleranz. Also, eine Zwei-Staaten-Lösung würde ja irgendwie... du bist ja Politikerin gesehen, Annemarie. Was wäre denn das eine Zwei-Staaten-Lösung? Würden wir das trennen? Oder? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Anscheinend, es gibt da verschiedene Vorschläge und Pläne. Das hat also ich habe daheim ein Buch, wo sie mal alle Pläne und Landkarten in ein Büchlein verfasst haben, wo man schon gedacht hat, wie man heute Israel oder wie Israel schon vor der Gründung eine Art aufgeteilt worden ist von den Engländern mit den Franzosen. Und da gibt es jenste Karten und am Schluss eigentlich, wenn man den fragt, der sagt, so ist es richtig. Wenn man einen anderen fragt, sagt man, so ist es richtig. Wenn man du noch fragt, die haben nur mal eine andere Idee. Wenn man einen Professor so und so fragt, der hat nur mal eine andere. Es gibt so viele Varianten, Pläne, Landkarten, Möglichkeiten am Schluss. Also das Ziel oder der Wunsch irgendwie wäre ja auch sicher noch viel, viel mehr von den Palästinensern, dass sie ein eigenes Land haben. Und jetzt gibt es einfach die verschiedenen Gebiete. Also der Gaza ist palästinensisch. Also das Bethlehem wäre ja quasi palästinensisch. Dann wäre das Westjordanland, das palästinensisch ist. Aber das ist ja alles irgendwo mitten in dem eigentlichen Israel. Und das macht sie so schwierig und nicht einfach. Und vorher ist es unter Jordanien. Oder das Ost-Jerusalem ist ja unter Jordanien gewesen. Das sehen wir jetzt da und ein Teil von Golan war noch unter Syrien. Und irgendwie ist das ja fast unmöglich, das würde alles irgendwie aufstückeln. Und dann hat man schon Pläne gehabt, wo man es ein bisschen zusammenziehen würde. Und dann sagen die anderen wieder nein, auf keinen Fall. Also man kann eigentlich Vorschläge bringen, wie man es will. Es gibt wie keinen Konsens. Oder wenn man wieder fragt, die arabischen Israelis, es gibt 20% arabische Israelis. Auch im Parlament. Ja. Und auch im Parlament. Also die sind überall vertreten. Es ist israelische Demokratie, was viele Leute auch vergessen. Die ist wirklich Gleichberechtigung sind Minister, für arabische alle. Minister in Israel, in dem Parlament. Wo müssen wir aber vertreten. Sagen, nicht alle Arabischen sind Muslim, gell? Nein, es gibt Christliche und andere. Aber es gibt einen Haufen von diesen arabischen Israel, die sagen, wir wollen nie im Leben ein palästinensisches Land. Also wir bleiben bei Israel. Uns geht es dreimal besser. Wir sind gar nicht daran interessiert. Das sind auch Fakten. Ja, liebe Leute, ihr seht, mit der Politik kommt man da nie weiter. Also gehen wir gescheiter reisen. Jetzt hat es aber zum Teil Tatsache. Ah ja, Westjordanland, da übrigens noch zeigen. Da unten dran ist also eben das Tote Meer. Dann oben da geht auch ein bisschen das Westjordanland, gerade oberhalb von Jerusalem. Und jetzt natürlich wieder die Medienmeldungen, die 16-Jährige, wo man da gesagt hat, wow, hast du gut gemacht, dass die israelitischen Soldaten angegriffen hast, ist im ganzen Netz umgegeistert, das Ganze. Also, eben. Also Israel lässt einfach wirklich nie los. Was ist denn? Was ist denn so interessant an Israel, dass man ständig und immer all das bringt und alle tummeln sich? Also in jeder Diskussion kommt anfangs Israel. Ist vielleicht einfach die einzige Demokratie in den Nahen Osten? Sind vielleicht ein paar Kilometer nach Ägypten oder Jordanien, aber wenn man dort das Land oder Städte anschaut und nachher nach Israel kommt, sind die Städte und das Land ganz anders.
Also ist schon ein Punkt, der sehr speziell ist, innerhalb von wenigen Kilometern. Also ich bin zum Beispiel nach Ägypten gereist, weil meine Vorfahren Ägypter sind. Und es war ein riesen Unterschied für mich, Ferien in Kairo oder Alexandria oder in Tel Aviv oder Jerusalem, wo viel europäisch wirkt. Und das gleiche, mein zweiter Teil der Familie, ich stammt aus Tunesien. Also ich bin wirklich abstammig von arabischen Ländern, wo die Juden eigentlich geflüchtet sind und nie dürfen etwas mitnehmen. Ja, also ist ein grosser Unterschied zwischen den Ländern rundherum und darum ist das so speziell. Ist dort die Ruheteilung 1848 oder 1847? Ja, genau. Von 18, aber ist sehr, Staaten. Sehr ja. grosser Unterschied zwischen den Ländern rundherum. Ja, aber für richtig verstehen tust du es auch nicht, gell? Das ist eine Frage ohne Antwort. Keine Ahnung. Also eben, also genau weiß ich nicht, da weiß ich nicht genau, warum. Eben, ja. Aber ja. ich kann sagen, es ist ein grosser Unterschied. Mhm. Wenn man ein bisschen umreisen in die anderen Länder und nachher überkommt, ja. ah, das schon, dann, ja. dann ist es ja. wirklich ein grosser Unterschied. Mhm. Oder? Ja, also das glaube ich auch, ist ein grosser Unterschied ja. vom Demokratieverständnis. Ja. Aber ich meine, du verstehst auch nicht wirklich, warum die Medien sich immer wieder das dem Nahostkonflikt bedienen. Oder? Ja. Also, hängen sie mit Edelstein, mit Gold, mit Öl, hängen sie mit den ja. hübschen Frauen ja, zusammen? Ja, schöne Frauen, ja. Es muss doch irgendetwas sein, ja. dass man immer wieder... Es hat viel Verschiedenes. Es hat wahrscheinlich viel Verschiedenes, eben vor allem, dass sie so entwickelt sind, dass sie sehr auf Ausbildung und sehr viel investieren in Kultur, in Musik, in viele Sachen, wo wirklich nebendran ist es nicht so. Und dann, wenn man kommt, man hat so grosse Möglichkeiten. Ja. Die Landschaft ist schön und die Leute sind offen. Also ich finde, man sollte schon mal reisen. Eben, und vielleicht vor allem hilft das einem, wenn man Begegnung live macht, statt nur die Nachrichten im Fernsehen, wo vielleicht 10 Minuten irgendetwas zeigt, wo aus dem Konzept, ich sage nicht immer, sind recht oder nicht, aber man sollte mal selber Erfahrungen machen. Ja. Genau. Ja, liebe Leute, natürlich sollte man reisen und wenn ihr jetzt so gehört habt, bei der Jai, lass mal auch reisen, ist glaube ich nicht wirklich gefährlich, oder? Nein. Überhaupt nicht. Du gehst reisen, gell? Ich gehe reisen. Du machst auch eine Gruppe, du tust auch Führungen machen. Wann ist das nächste Mal? Wann kann man sich bei der Annemarie Engler-Jakober zu Buchs anmelden? Im man kann sich jetzt anmelden. Vielleicht. Ich habe, jetzt, weil ich so viele Mal jetzt schon war und ein Haufen Leute ja dann sagen, oh, wir wollen das mal, wir wollen das mal. Und manchmal gehe ich ja mit Leuten so privat, aber ich kann ja nicht mit allen, die mich fragen, die privat führen und dort herbringen und dann dachte, gut, dann tue ich mal eine Reise zusammenstellen und organisieren. Und oft ist es ja so, dass auf Israel findet ja mehrheitlich sind es ja religiöse Reisen, die so angeboten werden. Und ich dachte, ich mache jetzt mal eine Reise zusammen von Sachen, die ich schon selber gesehen habe, erlebt und erfahren habe. Mehr so, dass man die Wirtschaft ein bisschen anschaut, die Landwirtschaft, sicher ein kleiner Aspekt Politik, aber der Hauptaugenmerk ist schon mal einfach ein bisschen die Wirtschaftsland sonst, wie funktioniert das Land. Also, ich habe jetzt einmal zusammengestellt, dass man die Firmen anschauen könnte, wo arabische, israelische, aller Arten von Menschen zusammenarbeiten, friedlich seit Jahren. Da gibt es jenste Firmen, von denen wird nie berichtet. Also eigentlich 90% in dem Land läuft rund, läuft völlig multikulturell, die Leute arbeiten zusammen. Ja, ja. Das ist irgendwie völlig so ein zementiertes, falsches Bild, was wir hier vermitteln überkommen. Und das möchtest du dir auch mal zeigen? Das möchte ich zum Beispiel zeigen. Oder die Landwirtschaft, das ist hochinteressant. Israel ist sehr ein sehr innovatives Land. Sie haben sehr wenig Wasser, zum Beispiel. Sie sind absolut führend. Wie tut man Wasser? Wie holt man am besten möglichst viel raus mit wenig Wasser? Sie sind im Rezyklieren gut. Sie sind einfach in all diesen Sachen mit ihren schwachen, wenigen Ressourcen, die sie haben, holen sie einfach das Maximum raus, beraten ja viele afrikanische Länder. Ja. Es sind einfach viele so Wirtschaftsthemen, die ganz IT, hochinteressant. Man wird in eine Wirtschaftskammer gehen, wo ein Mann ist. Also das ist grandios, da habe ich schon mehr gehört. Da kann man zuhören, da redet 2 Stunden und man hat das Gefühl, 2 Minuten sind vergangen, wo man das alles erklärt, was für Innovationen dass es gibt. Das viele wissen nicht, es gibt, ich glaube, es gibt nicht ein Handy, das nicht eine israelische Innovation drin hat. Egal welche Marke, die Israelis sind absolut top und führend in der IT. Ja. Sie haben ständig Start-up-Unternehmen, die wirklich lukrativ sind, die wachsen, die einen Haufen Arbeitsplätze generieren. Sie haben einfach in der ganzen Technik
IT sind sie führend und haben ganz, ganz viele innovative, spannende Arbeitsplätze. Und das ist wie irgendwie bleibt das so unter dem Radar, man kommt das gar nicht mit über. Und dabei gibt es nebst den politischen Themen, die da immer am Köcherl gehalten werden, gibt es so viel Spannendes und Interessantes. Und das ist eine Art das, was ich den Leuten zeigen will. Und sicher noch ein bisschen Kultur von diesen Märkten in Jerusalem und einmal zumitzt in den Kuchen rein. In ein Hotel habe ich ausgelöst, wo man zumitzt in dem Jerusalem innen ist und zu Fuß alles kann wirklich besuchen. Und einfach einmal ein anderes Bild, das ist mein Wunsch, wenn es ankommt, ein anderes Bild vermitteln von dem Land, als wir hier hören. Genau. Dass man sich frei kann bewegen kann. Also ich als Frau kann dort vom Norden bis in den Süden mit dem ÖV umeinander. Ich bin noch nie angemacht worden, ich bin noch nie angekrempelt worden, noch nie beklaut worden. Es hat so viele interessante Begegnungen gegeben. Leute, die ich kennengelernt habe, wo man bis heute Kontakt bestehen. Und das ist einfach schön. Und das habe ich jetzt noch nie in einem Land so erlebt, wie die Leute offen sind. Egal aus welchem Hintergrund dass sie kommen. Ich konnte hier im November mit einer Freundin in die Olivenernte zu Beduinen im Norden. Wir konnten dort leben. Die haben uns aufgenommen, als ob wir zu einer Familie gehören. Wir sind da voll integriert worden. In einem, so einem Beduinendorf haben wir gewohnt, sind nachher ernten, 3 Tage lang. Wo bist du gewesen? Im Norden, das heisst Bir al-Maksur. Das ja, da ist, finden wir vielleicht nicht. Findest du das ja, nicht. Ja, das ist ein kleiner Ort. Wie schreibt man es? B-I-R-A-L. A.L. Maksur. Maksur, wir suchen es mal. Das ist oberhalb von Nazareth. Maksur. Beduinendorf. Ah, da schreibt man, ja genau. Das ist auseinander natürlich. Ja, auseinander natürlich. Genau. Ja, genau, ja, das ist tatsächlich. Ah ja, da zeige ich euch noch Bilder. Dort kenne ich einen, auch vom Reisen. Also der haben wir jetzt nicht drauf, aber Bilder haben wir drauf. Ja. Siehst du, ja. Das wär's dann. Genau. Schreibt es eben so. Genau. Ja, genau. Genau. Ja, ja, ja. Und dort bin ich eingeladen worden. Und da sieht man auch wunderschöne Gegend natürlich. Genau, ja, wunderschön. Ja, ja. Wunderschön. Und einfach auch modern, gell? Ja, ja, sie total. Haben alles. Also Israel darf nicht unterschätzt werden. Ja. Kannst du dich frei machen? Juni, 51 Jahre nach dem 6-Tage-Krieg, wo du als, wie viel, ja, weißt du nicht, 12-Jährige erlebt hast. Wow, da wäre doch etwas, he? Wunderschön, genau. Schau mal. Also ein Strand hat es nicht, aber ein See hat es, oder? Ja, ja. Da könntest du vielleicht auch Sonnenuntergang anschauen, baden. Ha? Vielleicht. Mal schauen, ob ich frei bekomme. Ich fahre natürlich sowieso zweimal im Jahr. So fast so. Her, ja. Ja, ja, ja. Fliege ich meine Vater besuchen, meine Jawohl. Schwester besuchen. Die wohnen in Jerusalem. In Jerusalem, ja. Ja, ja, ja. Und, ja. Also wir fahren immer gerne alle zusammen, ja. Eigentlich eine gute Idee, was sie macht, oder? Völlig etwas anderes mal zeigen. Für mich ist es sehr lustig. Ich habe sie gerade gesagt, ich bin nach Sevelen und habe mich da in den Bergen verliebt, Land und Leute in Vaduz und überhaupt. Und habe ich gesagt, lustig, bei dir ist genau umgekehrt. Sie ist nach Israel und hat sich gerade verliebt in die Leute und Land und Leute. Also jetzt ergänzen wir uns, oder? Ja. Genau. Ja, gut, das wäre vielleicht mal interessant, um genau zu schauen, wer sich da alles verliebt hat. Also, hat es auch persönliche Bekanntschaften gegeben? Oder ist es die einzige so Bekanntschaft mit einer Jüdin? Also gut, Jüdin kann man, gut, Jüdin kann man sagen. Israelin. Ich bin Israelin. Ja. Du bist glaube ich, so ein bisschen alles. Gell? Du bist eine tunesische, ägyptische Israelin. Also gut, in der Familie haben wir noch viel mehr. Wir haben Spanier und Chinesen, wir haben Holländer. Also meine Familie hat sicher 15 Nationalitäten, wenn wir alle würden. Vor allem mit der Kleopatra, wenn du von Ägypten kommst. Ja. Genau. Nein, ich sehe mich als wirklich Bürger der Welt. Ja. Und wir sind alle ein bisschen Zigeuner in dem Sinn. Und wir haben x Nationalität. Wenn wir würden alle zusammen jetzt eine Arbeit organisieren, da redet jeder mindestens 2 Sprachen. Ja. Und vielleicht die eine Sprache verstehen die andere nicht. Oder also die Familie ist klein, aber sehr international. Ja. Und ich bin froh, dass ich so international und offen bin. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, da mich so gut einzuleben und ich bin froh jetzt, dass ich das gefunden habe. Das ist richtig schön für mich. Ich habe das Gefühl, du lernst jetzt zehnmal auch deine ganze Toleranz so zu leben, dass als Botschafter vielleicht zehnmal schon mit der anderen im Kleinen fängt es ja manchmal an. Genau. Hast du nie einmal probiert, Kontakt aufzunehmen mit dem Netanyahu? Das müsste doch möglich sein. Ja, weniger. Probieren mal. Ja. Ja, Annemarie noch nie. Nein, aber bei einem Oberrichter war ich schon in Jerusalem. Ja. Also ich habe mich sehr breit informiert. Ja, und ich denke, jedes Mal probiere ich etwas Neues zu machen, wenn ich dort bin. Und ich finde es schon wichtig. Ich gehe auch diese Sachen anschauen, eben halt in den Gebieten. Oder ich bin schon
Im Westjordanland gibt es einen Ort, das ist zwischen der Nablus und Ramallah, da ist eine Stadt aufgezogen worden jetzt in den letzten 5 Jahren. Das wissen nicht einmal alle Israelis. Das ist eine Stadt, die ist rein... Bist du reingekommen? Also ja, ich bin reingekommen. Ja. Also Ramallah kommt nicht gerade jeder rein? Nein, es ist zwischen denen, nicht in Ramallah selber. So, ist, weil du kannst dort problemlos durchfahren eigentlich. Das ist einfach auf deine eigene Gefahr natürlich. Und dann sind wir dort so mit einer kleinen Gruppe sind wir eine Stadt anschauen, die heisst Rawabi. Und das ist eine Stadt, die von einem Milliardär und von Katar ist die jetzt in den letzten 5 Jahren aufgezogen worden. Und die wollen dort eine Stadt, dann hat Leute ansiedeln, nur Araber. Also da dürfen jetzt keine Israelis dort wohnen und leben. Das ist ausgeschlossen. Es dürfen nur Araber dort wohnen und leben. Und topmodern, eine Art ein Abbild wie zu Jerusalem, sind ja all die Gebäude mit dem schönen weißen Jerusalemstein, haben sie alles mit dem weißen Stein gebaut, mit topmodernen Geschäften, mit, also alles vom Feinsten. Und da könntest du jetzt her und kannst dann aussuchen, eine Wohnung, also von einer Zweizimmer bis zu einem riesen Superappartement, hast du da Möglichkeiten, um dich dort anzusiedeln. Es wird eine Schule geben vor Ort. Und sie haben irgendwie, bringen jetzt die Leute nicht so her, weil die Tatsache ist natürlich auch, dass ein Haufen Palästinenser oder Araber, die dort leben, in dem Einzugsgebiet, die können sich das gar nicht leisten. Und sie haben irgendwie wollen, so ein Gegenstück quasi, denen zeigen wir es jetzt und wir suchen das auf. Und ist irgendwie eine riesige Stadt jetzt, mit all diesen Gebäuden, aber ist wie tot. Eigentlich, vielleicht wohnen jetzt 4'000 Leute dort und das fällt gar nicht auf in all diesen vielen Gebäuden. Und da wird weitergebaut. Es ist mitten in the middle of nowhere. Ist auf keiner Karte. Ich habe jetzt gerade wieder eine neue Karte gekauft. Ist noch nie eingezeichnet. Und dort hast du schon Leute kennengelernt? Und dort, einfach die vor Ort, die dich dann rumführen. Ja. Und ist einfach wie interessant. Mit ihnen? Englisch? Englisch, ja. Rufen können aber auch Deutsch, gell? Ja, dort jetzt nicht ganz, aber dort haben sie Englisch. Ich habe schon viele Israeliten getroffen, die sehr gut Deutsch können. Ja. Es gibt im Norden hat's natürlich viele Kolonien von Deutschland auch und so. Aber das ist manchmal spannend, wenn man auch so Sachen anschaut und irgendwie die Widersprüche und Gegensätze und irgendwie, wenn sie etwas machen und eben buttern Milliarden rein, aber am Volk in dem Sinn, also dem Volk geht es ja sehr schlecht eigentlich. Manchmal denke ich, warum hilft es nicht sonst dem Volk und schauen für Arbeitsplätze und suchen irgendetwas auf, wo nachher einfach da steht. Irgendwie auch ein bisschen tragisch und dramatisch. Ja, haben nicht einmal Wasser. Das Wasser müssen sie von Israel wiederum herleiten. Und das ist alles so voller Widersprüche. Und das ist ja irgendwie auch das Spannende. Je mehr, dass man dort ist und je mehr, dass man anschauen kann, umso komplexer wird alles. Und umso mehr merkt man, wir können hier nichts ändern. Aber es ist interessant, auch mit den Leuten. Es ist einfach wirklich interessant. Und die Leute, die ich kenne ein paar Leute mittlerweile, wo ich enge Verbindungen habe. Kann ich, wenn ich jetzt allein gehe, kann ich dort wohnen. Und das ist natürlich auch wieder super. Kann ich dort mich anmelden, du hast Platz und ich komme 2 Wochen und dann kann ich natürlich von dort aus dann reisen. Eben gut, also liebe Leute, müsst ihr ja unbedingt mal herkommen. Vielleicht noch schnell zeigen, Nazareth, gell, wo das so ein bisschen liegt, liegt in der Nähe vom See Genezareth. Und das ist ja zum Beispiel so eine Kirche in Nazareth, also die bekannteste Kirche, oder? Die kennen ihr natürlich so. Ja. Und würde mich jetzt einfach interessieren, wie kommt man jetzt an die Reise her, Annemarie? Wo können Sie buchen? Also ich habe hier so schon... Hast du ja Dings? Das müssen wir einblenden. Du musst einblenden. Ja, genau. Das müssen wir einblenden. Ja, genau. Gut. Und da haben wir übrigens immer noch die Katharinenkirche, da, wo wir es so zeigen. Ich glaube, die heisst wirklich so. Haben unten dran ein Bild von Bethlehem. Mein Gott, ein Bild von Bethlehem. Zeig doch einmal Tel Aviv. Wo Schwimmbad, gell? Also sehr modern natürlich. Tel Aviv kennen wir alle. Aber da könnt ihr mal zeigen. Ja gut, Tel Aviv. Also du bist immer noch überlegen und mitgehst, gell? Wenn ich frei bekomme, ich gar nicht mit. Oh, da musst du aber auch noch mit. Das ist ja deine Sache, oder nicht? Das ist Tel Aviv. Tel Aviv kennen wahrscheinlich alle, gell? Das ist doch einfach eine Großstadt, oder? Genau. Und das ist der Strand. Mein Strand. Jetzt allerdings da ohne Sonnenuntergang. Aber es könnte ganz sicher sein, ein Sonnenuntergang. Wir müssen vielleicht nicht in eines von den Hochhäusern gehen. Die Hotels sind relativ teuer. Wohnung mieten, oder eben? Ja. Mit der anderen Airbnb. Hier. Ja. Was heisst das? Airbnb gibt es. Airbnb, also bei Privat. Privat kannst du auch. Also es gibt jenste Möglichkeiten, um irgendwo schlafen und übernachten. Ja. Ja, liebe Leute, wir könnten noch ewig reden. Gell? Also wir machen es sicher auch wieder einmal. Aber etwas muss ich ja sagen, nach dem Gespräch, da bin ich, eins bin ich hundertprozentig sicher, die Lösung kommt nicht von oben her. Die kommt nicht von Amerika, die kommt nicht von Europa, die kommt nicht von der EU, die kommt nicht vom deutschen Bundespräsidenten. Ich glaube, die Lösung die kommt wirklich von unten. Ja. Du, Annemarie, hast vorher gesagt, so ein bisschen Steine, man kann nicht viel bewegen. Ich
glauben an euch. Ich glaube, die Lösung die kommt von unten. Wenn sie von unten nicht kommt, dann nachher wird es schwierig. Ja. Wir sind am Schluss von der Sendung, aber die Schlussfolgerung gehört natürlich diesen beiden Frauen. Also, jetzt. Was wollt ihr da am Schluss? Also, wer ist euer größter Wunsch? Was wollt ihr denn als Botschaft überbringen? Ja, also ich wünsche mir Frieden. Das haben sie mir versprochen, als ich kleine Mädchen im Kindergarten war. Dass, wenn ich 19 bin, Frieden kommt. Nun bin ich fast 64 und ich wünsche mir einfach Frieden. Also du musst es gerade die Hand geben, ich bin auch 64. Ich wünsche mir auch Frieden. Ja, ich wünsche mir Frieden. Annemarie? Ich wünschte mir, dass die Leute etwas mutiger sind und sich nicht so beeinflussen lassen von der ganzen Berichterstattung über das Land und dass sie vor Ort einmal schauen und sich nicht irgendetwas reinsteigern, wo sie nur gelesen haben oder irgendwo gehört haben. Und wenn sie sich informieren, dass sie sich breit informieren, also in verschiedenen Medien lesen, in verschiedenen Zeitungen, auf verschiedenen Plattformen. Und am besten wirklich, es ist sehr hilfreich, wenn man selber mal vor Ort ist. Am besten. Ja. Das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Mal durch das Land reisen, einmal schauen, auch zu verstehen, wie alles wirklich ist, wie das angelegt ist, um zu sehen, man kann sich völlig frei bewegen dort. Ja. Es ist ein fortschrittlich kultiviertes Land mit sehr aufgeschlossenen Leuten und das möchte ich wirklich, das ist so ein bisschen meine Botschaft. Ja. Geht und schaut, macht euch ein Bild vor Ort und ihr werdet überrascht sein, positiv. Übrigens, jeder Chip, der da im iPad ist, ist aus Israel. Ja. So in der Medizin, Technologie, viele Sachen von sie. Und ich daheim haben, ist eigentlich von Israel. Muss ich sagen. Sie wissen das nicht, weißt du? Wenn ihr hergeht, wisst ihr noch ein bisschen mehr. Mit der anderen kann man reisen. Wir blenden die Adresse ein.